Ja, ihr Lieben, der Herr ist auferstanden. Genau. Und falls ihr euch fragt, was diese Steine auf euren Plätzen zu bedeuten haben, nehmt sie gern mal in die Hand während der Predigt. Sie stehen natürlich als erstes als kleines Symbol. Okay, der hat sich schon verselbstständigt, der Stein. Genau, also sie stehen natürlich als kleines Symbol für den Stein vorm Grab. Er ist weggerollt. Er versperrt nicht länger den Weg in das Grab. Das Grab ist leer, Christus lebt. Das haben wir gehört. Seit fast 2000 Jahren zieht diese Botschaft Kreise von diesem weggerollten Stein. Und ich weiß nicht, wie oft du in letzter Zeit anderen davon erzählt hast, von dieser Botschaft. Ich weiß nicht, wie du selbst zu dieser herausfordernden Nachricht, die finde ich bis heute natürlich noch herausfordernd ist, ich weiß nicht, wie du selbst dazu stehst. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer, Jesus lebt. Aber ich bin unter anderem deswegen Pastor geworden, weil ich überzeugt bin, dass diese Botschaft noch heute weitererzählt werden sollte, dass diese Botschaft es wert ist, dass komme was wolle, da etwas dran ist. Und deshalb möchte ich euch von einem anderen Mann erzählen heute in der Predigt, der das genauso gesehen hat, schon wenige Jahre nachdem dieser Stein in Jerusalem von Jesu Grab weggerollt war. Schon wenige Jahre danach stand ein Mann in Athen auf dem Marktplatz. Es hatte einen Streit gegeben. Es wurde um die Wahrheit gerungen. Und nun bekam dieser Mann die Möglichkeit, vor vielen wichtigen und gebildeten Leuten zu erzählen, was ihm an diesem weggerollten Stein so wichtig war. Und lasst uns einmal hineinhören in die Apostelgeschichte, ins 17. Kapitel, was dieser Mann da in Athen den Leuten erzählte. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und ich fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Und nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, weil er doch selbst jedem das Leben und den Odem, also den Lebensatem und überhaupt alles gibt. So, genau. Vers 26 sind wir, er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen, also die Menschen, und in welchen Grenzen sie leben sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können, und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sagt Paulus, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen und silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit. Durch einen Mann. Durch einen Mann nämlich, den er dazu bestimmt hat. Und hat jeder Mann und jeder Frau, ergänze ich mal, den Glauben angeboten,
indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie, also diese Männer, von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen sprachen: Wir wollen dich ein andermal darüber weiterhören. Und so ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ja, wie kann man diese Situation beschreiben, in der Paulus sich da befand? Offen für Neues. Dieser Vers, den ihr hier seht, beschreibt ganz gut, wie so die Stimmung, wie so die Atmosphäre in Athen wohl damals war. Ihr müsst euch ein buntes Treiben vorstellen in der Stadt. Ganz viele verschiedene Völker und Nationen sind da. Es wird viel geredet, viel gehandelt. Es werden sich über die verschiedensten Dinge Gedanken gemacht. Und ja, dort sitzen Menschen, die sozusagen die großen Probleme der Welt versuchen zu lösen oder zumindest darüber zu sprechen. Und da sind ganz alltäglich auf dem Marktplatz Leute unterwegs, die jetzt ihr Essen einkaufen für morgen und gucken, was sie noch zu Hause haben und sich das besorgen, was sie nicht haben. Dort sind Händler, die ihre Waren verkaufen wollen, Menschen, die einfach ihr Einkommen haben wollen und die einfach gut leben möchten. Also ein bisschen, finde ich, wie heute, wie unser heutiges Gefühl, wenn wir auf den Tiber gehen oder in die Innenstadt fahren, Multikulti sozusagen. Es gibt an jeder Ecke was zu sehen und zu bestaunen. Bisschen auch so, wie wenn man heute ins Internet guckt, es ist irgendwie alles da, es ist alles zur Verfügung. Man kriegt neue Nachrichten aus aller Welt, wenn man auf den Marktplatz geht. Ein buntes Treiben. Und über allem steht so diese Toleranz, die wir hier erstmal erleben. Paulus kommt nach Athen und spricht erstmal mit den Menschen, kommt mit ihnen ins Gespräch und auch mit einigen, die zu philosophischen Schulen gehörten. Also ihr müsst euch das damals so vorstellen, im Grunde genommen, ja wie heute, dass es dort Leute gab, die hatten eben sich über die großen Probleme der Welt Gedanken gemacht und haben sich überlegt, was ist ein Weg, wie können wir die lösen? Und dann haben sie das aufgeschrieben und haben gesagt, so, danach leben wir jetzt. Also ganz viele Interessengemeinschaften und Gruppen, die man da findet. Und jeder kann zu jedem gehen und sich erstmal anhören, was er zu sagen hat. So wie wir, wenn wir vielleicht noch jung sind, wir könnten jetzt auch erstmal hingehen und gucken bei den verschiedenen Religionen. Was bieten die denn so? Was bieten die mir so heutzutage? Und könnten uns das mal angucken. Und dann kann man sich sozusagen seins aussuchen und da schließt man sich dann an und dann lebt man sozusagen das, was da gelebt wird. So müsst ihr euch die Situation vorstellen. Also es ist so viel da, dass man schon gar nicht mehr manchmal weiß, was ist denn jetzt eigentlich richtig, was ist falsch, es verschwimmt alles. Und die Leute freuen sich auch darüber, dass es so viel gibt. Es ist schön. Und Paulus kommt jetzt eben mit diesen Männern aus diesen Schulen ins Gespräch und erzählt so seine Sicht der Dinge und sie erzählen so ihre Sicht der Dinge. Und ja, sie merken so langsam, ja, der Paulus, der erzählt irgendwie was Neues, das haben wir noch nicht so gehört. Aber sie merken auch irgendwie, aber irgendwie, das stört uns auch ein bisschen, was er da sagt. Und deswegen laden sie ihn ein auf diesen Marktplatz, sich vor alle Menschen, die da sind, hinzustellen und mal zu erzählen, was er denn so zu erzählen hat. Und das ist das. Sie wollen was Neues hören. Man könnte jetzt denken, sie sind erstmal offen für Neues. Das ist auch gut. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen was über diese Männer wissen, vor denen Paulus da redet. Das sind, wie gesagt, überwiegend gebildete Männer, die alle so eine gewisse philosophische Denkrichtung haben und die sich mit hohen Maßstäben beschäftigen. Also die ganz genau sozusagen wissen,
wie aus ihrer Sicht die Dinge zu laufen haben. Auch das kennen wir heutzutage, ne? Dass ganz viele Menschen da sind, die wissen eigentlich genau, wie es zu laufen hat. Vielleicht unsere Politiker, unsere Parteien, je nachdem, in welche Partei man da guckt, da hat jeder so seine ganz speziellen Vorstellungen, wie wir den Klimawandel zu überstehen haben oder anzugehen haben. Und genauso ist es damals auch. Aber dazwischen, ich hatte es euch auch schon erzählt, sind die Menschen, die einfach nur leben wollen, die einfach nur ihren Alltag bewältigen möchten. Und vor alle diese Menschen tritt jetzt Paulus hin. Vor die Menschen, die, wie gesagt, sich ihre Meinung zurechtgelegt haben und vor die Menschen, die einfach noch den Göttern folgen, weil es für sie so Tradition ist und weil es für sie so dran ist. Und Paulus fasziniert mich an dieser Stelle. Er hat keine Berührungsängste. Vielleicht habt ihr das gemerkt, ne? Also er stellt sich tatsächlich vor diese Menschen hin und erzählt über seinen Glauben. Das sind für ihn fremde Menschen. Da weiß er überhaupt nicht, wie fällt die Reaktion aus. Also ich habe es ja gut. Ich kann mich vor Menschen stellen, von denen ich weiß, ja, die wissen was über die Bibel. Ihr wisst was über die Bibel und es ist euch nicht alles so fremd, was ich euch erzähle. Und manchmal erlebe ich das, dass Leute mir sagen, ja gut, mit dem und dem bin ich nicht so einverstanden und dann ist es auch okay, dann reden wir darüber. Aber ich erlebe das nicht, dass Leute sagen, ach, was du da vorne erzählst, das ist totaler Quatsch und wir wollen das einfach nicht mehr hören. Das habe ich zumindest hier in der Gemeinde so in der Regel noch nicht erlebt. Aber Paulus weiß ja gar nicht, was da kommt. Er stellt sich einfach vor die Menschen hin und erzählt. Er scheut keine Reaktion, die da kommen könnte. Und das bewundere ich ein bisschen. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, er arbeitet jetzt auch nicht besonders rhetorisch ausgefallen, würde man sagen. Also was Paulus da macht, ist jetzt nicht besonders kompliziert. Es ist keine lange Rede, die er da hält. Es ist nichts Hochtheoretisches, nichts Kompliziertes, sondern er erzählt einfach von seinem Glauben. Das Einzige, ich weiß nicht, ob ihr es auch festgestellt habt, was man so ein bisschen bei Paulus sieht, ist, er fängt vorne an und hört hinten auf. Das ist aber auch irgendwie ganz normal, ne, dass man so der Reihe nach durchgeht. Wir machen auch mal so einen Schnelldurchlauf. Also er fängt an mit dem Beginn der Welt. Gott schuf den Menschen, Adam, und von ihm stammt die Menschheit ab. Die Menschen sind dazu bestimmt, Gott zu suchen und zu finden. Und Paulus sagt auch, da hat es viele Versuche bisher gegeben und darüber sieht Gott auch gnädig hinweg. Aber jetzt hat er Christus auserwählt. Ihn hat er dazu auch auferweckt, dass wir an ihn glauben dürfen. Und er wird eines Tages kommen und alle Menschen nach ihren Taten beurteilen. War das groß kompliziert? Nee, ne? Also das hat Paulus ihnen mehr oder weniger einfach so gesagt. Und für mich liest sich das auch wie so eine Art kleines Glaubensbekenntnis. Mehr war es auch nicht. Paulus hat einfach gesagt, wovon er überzeugt ist. Ja, und dann trifft das, wovon er überzeugt ist, auf diese Männer. Die hören das. Und wir haben die Reaktionen im Text auch gehört auf das, was Paulus sagt. Und stellen wir uns doch mal die Frage, was ist das eigentlich Toleranz? Das ist ja heute ein Begriff, der wird überall benutzt. Wir sollen tolerant sein. Lasst uns mal gerne über diesen Begriff unterhalten. Also Toleranz ist ein Begriff, den kennt man aus der Mechanik. Und der beschreibt eigentlich, was für ein System ertragbar ist. Also wie groß ist der Spielraum zwischen es läuft gut, es läuft rund, bis dahin, dass das System kollabiert, kaputt geht, auseinanderfällt. Auf uns Menschen übertragen, was halten wir aus? Toleranz ist sozusagen das, was wir gerade noch aushalten. Es ist nicht das, wovon wir überzeugt sind, was wir gut finden, sondern Toleranz ist das, was wir aushalten. Und genauso wie bei so einer Mechanik, wo man sagt, also bis zu dem Druck
hält die Apparatur noch stand und wenn der Druck noch höher wird, dann geht sie kaputt, weil sie das nicht mehr aushält. Genauso ist es auch bei uns Menschen. Irgendwann hat auch die Toleranz ein Ende. Wir können nicht alles ertragen. Und das finde ich spannend bei diesen Männern, die hier sitzen, die Paulus zuhören, an denen stellen wir genau das fest. Und in unserer Gesellschaft, glaube ich, stellen wir das auch heute fest. Obwohl wir obwohl wir diesen hohen Anspruch haben, dass wir für alles offen sind und alles erstmal, ich sag mal, hinnehmen und das ja auch gut ist im öffentlichen Raum, jetzt erstmal nicht einzugreifen und jedem zu erzählen, wie er zu leben hat. Aber wir merken, irgendwo ist auch eine Grenze. Jeder Mensch hat das. Selbst die, die sagen, sie sind tolerant, haben eine Grenze irgendwo. Bei irgendetwas ist auch bei ihnen Schluss und da können sie nicht mehr, wie man so schön sagt, mitgehen und weitergehen. Ich weiß nicht, du hast das selber an dir vielleicht auch schon festgestellt. Und genauso ist es bei diesen Männern, vor denen Paulus hier spricht. Als sie von der Auferstehung von den Toten gehört haben, fangen die einen an zu spotten und die anderen, die sagen so indirekt, wir haben erstmal genug, Paulus, lass uns später mal weiterreden. Also die einen sind, da merkt man ganz klar, hier, ne? Schön, dass wir uns gesprochen haben, aber geh mit Gott, aber geh, so nach dem Motto. Und die anderen sagen, ja gut, wir müssen vielleicht noch ein bisschen länger nachdenken über das, was du gesagt hast, lass uns da später mal weiterreden. Also die, die sich so tolerant geben, die sagen, wir wollen unbedingt etwas Neues hören, die können das auf einmal nicht mehr aufrechterhalten. Die merken bei sich, ist da eine Grenze erreicht mit dem, was Paulus erzählt hat, vom weggerollten Stein, vom leeren Grab, von der Auferstehung der Toten. Und das, was Paulus sagt, wird für sie so ein Stein. Man nennt ihn den Stein des Anstoßes. Also so ein Stein, wenn ihr den mal in der Hand haltet, der ist ja hart, der ist unbequem. Also so schön weich, dieser abgerundete Stein sich auch anfühlt, aber wir haben es eben gehört, wenn der auf den Boden fällt, das rumst. Wenn ihr den schmeißt, das tut weh. Also ich bitte euch, ne, Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, kommt jetzt nicht auf dumme Gedanken sozusagen. So ein Stein ist unsere Nachricht von der Auferstehung. Er liegt gut in der Hand, ja, aber für manche ist das auch zu hart, zu unverständlich, zu abgefahren, zu anstößig sozusagen. Spannenderweise ist es für die Männer, vor denen Paulus geredet hat, genau so. Ich möchte euch kurz von zwei Richtungen erzählen, von denen auch in der Bibel steht, dass Paulus mit diesen philosophischen Richtungen, mit Vertretern von diesen philosophischen Schulen ins Gespräch kommt. Einmal die Epikureer. Die Epikureer, das sind Leute, die sagen, dass es das größte Glück im Leben ist, ein Leben in Frieden und Genuss zu führen. Also wirklich, derjenige hat sein Leben erfüllt und allen Sinn in seinem Leben gefunden, wenn er einfach nur das Leben genießen kann. Also Genuss und Freude sind das höchste Glück nach den Epikureern. Und sie schützen sich sozusagen vor Schmerzen, also sie gehen allem aus dem Weg, was irgendwie gefährlich werden könnte, und suchen das, was Spaß macht. Also jetzt nicht so wie wir, so vergnügungsmäßig, sondern was sich gut anfühlt. So, also da ist jetzt nicht unbedingt immer diese, ne, was wir so im Blick haben, wenn wir von Spaß hören, dann denken wir so, da geht die Post ab und das muss fetzen, so nach dem Motto. Nein, die sind da ein bisschen gelassener noch und sagen, also alles, was sich irgendwie gut anfühlt, das ist auch so, so soll das Leben sein, es soll sich gut anfühlen. Und sie machen sich so ein bisschen die Welt so, dass sie sagen, nehmen wir doch mal das hier mit dem Tod. Ja, also ihr müsst wissen, die Griechen haben ja daran geglaubt, dass wenn sie sterben, dass sie dann in eine Unterwelt kommen, in den Hades.
Das ist so ein bisschen wie unsere Vorstellung von der Hölle, aber nicht ganz so qualvoll. Aber da ist es unangenehm in der Unterwelt, so. Also die wussten auch schon das, was nach dem Tod kommt, aber sie dachten, das wird unangenehm. Und diese Epikureer, die haben gemerkt, ja, die Leute haben Angst davor zu sterben und dann dahin zu kommen in den Hades, also schaffen wir den mal ab. Das ist doch blöd, das fühlt sich nicht gut an, also nach dem Leben kommt einfach nichts und das ist gut. Wir leben jetzt, wir leben hier, wir leben gut und dann war es das auch. Spürt das mal so ein bisschen nach. Schön, oder? So, und jetzt kommt dieser Paulus und sagt, also erstens hat Gott einen von den Toten auferweckt und zweitens kommt danach das Gericht. Ihr merkt, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich für diese Leute überhaupt nicht gut an. Die haben doch gerade das Leben nach dem Tod abgeschafft. Und dann gibt es auch noch jemanden, der mich nach meinen Taten beurteilen soll. Und ich kann sie ein bisschen verstehen, diese Epikureer. Das ist unangenehm, ja. Aber schauen wir später mal, dass das auch noch was Positives hat. Kommen wir zu der zweiten Gruppe, die sogenannten Stoiker. Also für euch, die ihr schon auf dem Gymnasium seid, vielleicht lernt ihr noch was über diese Gruppen. Ich musste im Lateinunterricht jedenfalls pauken und auch lernen, was die Stoiker so denken. Also die Stoiker haben gesagt, Selbstbeherrschung ist das oberste Gut. Ein Leben, wo ich mich selbst im Griff habe, das ist das beste Leben. Es geht darum, sich einzufügen und sein Schicksal anzunehmen. Lern mal die Dinge um dich herum einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Alles ist eins. Und wir sind ein Teil der Natur. Und wir sind nicht mehr und auch nicht weniger. Also wir haben unseren Platz. Ja? Und Stoiker sind interessanterweise Weltenbürger. Also die sagen, ich kann mich überall wohlfühlen, weil da, wo ich bin, da akzeptiere ich einfach, wie es da ist. Ich versuche jetzt nicht, wenn ich, in die Wüste reise, dann versuche ich nicht, mich da irgendwie einzuigeln, dass ich von der Hitze nicht mitbekomme, sondern ich muss die Hitze dann halt einfach aushalten in der Wüste. So. Also, ja. Und wenn ich in die Antarktis gehe, ja gut, da ist halt kalt, dann muss ich damit leben. Ein bisschen abgefahren haben die schon gedacht, aber eigentlich war das so ihr Denken. Also ich kann eigentlich mit allem leben, so haben sie gedacht. Ich muss es nur akzeptieren, nur, ja, so. Und natürlich, ich versuche auch in meinen Möglichkeiten ein paar Dinge zu verbessern, aber das war es erstmal. Also ihr merkt auch, ne, das ist auch ein gutes Leben. So, die Stoiker, denen sagte man nach, dass die so gelassen waren, innerlich ruhig, die konnten nichts aus der Fassung bringen, die waren so schnell nicht erregt. Aber dann kommt wieder Paulus und sagt, ja, also passt mal auf. Es gibt auch Sachen, mit denen finden wir uns nicht einfach ab in unserem christlichen Glauben. Zum Beispiel mit dem Tod. Da finden wir uns nicht mit ab. Mit der Sünde finden wir uns auch nicht ab. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist für unsere Sünden gestorben. Wir finden uns damit nicht ab. Da ist etwas anders geworden. Ich weiß nicht, ob ihr dem nachempfinden könnt, dass diese Menschen, die da gesessen haben, aufbringt, was Paulus sagt. Interessanterweise haben sie keine Probleme mit dem, was er von Adam erzählt, so dass Gott Menschen geschaffen hat, hat keiner Probleme mit. Auch, dass Gott sozusagen bestimmt hat, in welchen Grenzen die Menschen leben sollen, also dass Gott so ein bisschen der ist, der das alles ordnet und dirigiert, so, da haben sie keine Probleme mit. Paulus sagt sogar, einige von euch und von euren Dichtern haben gesagt, es steckt etwas Göttliches in uns. Ich glaube, das ist ja auch was ihr heute immer wieder hört, ne? Dass es ja so, auch gerade in der Esoterik, so Leute gibt, die sagen, Mensch, in uns, da ist ein Götterfunken, der muss irgendwie befreit werden. Also wir müssen unsere Göttlichkeit, die in uns drin steckt, befreien. Also Paulus sagt, ihr habt recht. Natürlich steckt doch in uns eine Sehnsucht nach Gott. Und natürlich sind wir nicht nur einfach von Gott geschaffen, sondern wir lesen das ja in der Bibel, wir sind Ebenbild Gottes. Das heißt, ein Gegenüber für Gott. Wie abgefahren ist das denn, dass Gott mit uns leben und reden möchte?
Er möchte mit uns zusammen sein. Und das ist diese Göttlichkeit, von der Paulus spricht und sagt, ihr habt recht. Wir Menschen, wir sind von Gott berührt. Wir sind auf eine gewisse Art und Weise göttlich, weil wir Gott ein Gegenüber sind. Wir sind nicht wie die Tiere, denen ist Gott, die sind wirklich sozusagen Gottes Schöpfung, ja, also die hat Gott geschaffen, aber die sind kein direktes Gegenüber für Gott. Für uns sind sie ja da, damit wir eine Welt haben, in der wir Gott begegnen können. Aber direktes Gegenüber, das sind wir. Wir Menschen. Das ist faszinierend, oder? Also, wenn wir dann so mit den Menschen um uns herum ins Gespräch kommen, dann merken wir vielleicht, trotz all dem, was sie sozusagen an der Nachricht vom weggerollten Stein stört, was ihnen zu hart ist an der Sache, irgendwie, wie gesagt, nehmt den nochmal in die Hand, es fühlt sich doch aber auch weich an und irgendwie gut. Und wenn dieser Stein erstmal von der Handwärme aufgewärmt ist, dann merkt man auch, wie es gut tut, wie es wärmt. Also irgendwie ist da doch eine Sehnsucht auch bei den Menschen da, sowas Festes zu haben. Viele von uns haben vielleicht so den Eindruck, es geht alles den Bach runter, die Werte, die wir mal hatten, alles, was so sicher war, das verschwindet. Aber Paulus stellt etwas dagegen und sagt, nein, Gott hat jetzt gehandelt und Gott hat uns die Möglichkeit gegeben zu glauben. Und zwar durch Jesus Christus und durch seine Auferstehung. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers gehört habt in dem Predigttext. Dass Luther übersetzt das so, Gott hat Glauben angeboten durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Also dadurch ist es überhaupt erst möglich, Gott zu vertrauen. Und das führt mich zu dem letzten Punkt. Lasst uns das auch mutig und entschlossen verkünden, dass die Nachricht, die wir haben, nicht nur hart und unbequem ist, so fühlt es sich auf den ersten Moment an, sondern dass diese Nachricht, ja, wie soll ich das sagen, dass es da eben auf die Feinheiten ankommt, dass diese Nachricht ein Geheimnis birgt. Schaut mal euch den Stein an und ihr werdet feststellen, dass manche von euren Steinen so Linien haben, feine weiße Linien. Manche Steine haben Punkte und Rillen. Andere Steine haben vielleicht so Farbunterschiede. Und ich lade euch mal ein, wenn ihr zu Hause seid, dann lasst mal Wasser über diesen Stein fließen. Weil dann treten diese Schattierung und auch diese Linien, die im Stein drin sind, die treten dann noch stärker hervor. Also man muss sich eine Weile mit diesem Stein auch beschäftigen, damit das Geheimnis, das er trägt, sichtbar wird. Das finde ich das Spannende. Also man kann diesem Stein so ein bisschen das Geheimnis, ja, seiner inneren Schönheit, so nenne ich sie jetzt mal, entlocken. Wenn man sich ein bisschen mit dem Stein beschäftigt. Wenn der nur so am Wegrand liegt, dann ist das erstmal nur ein Stein. Aber wenn ich es auf mich wirken lasse, und so finde ich ist es auch mit der Nachricht von Jesus Christus, der auferstanden ist, wenn ich es wirken lasse und wenn ich es nicht gleich von mir wegtue, dann kommt das zum Vorschein, was eigentlich dahinter steckt, nämlich die Hoffnung, dass der Tod das letzte Wort verloren hat. Dass der Tod seinen Schrecken verloren hat, dass alles seinen Schrecken verloren hat, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob dich das motiviert. Ich hoffe es jedenfalls. Also nicht andere Ansichten und Meinungen um uns herum sind eine Gefahr für uns, sondern ich bin überzeugt, der Glaube, der ist eine Herausforderung für die Menschen um uns herum, aber auch im positiven Sinne. Wenn sie sich darauf einlassen, dann entdecken sie
dass es beim christlichen Glauben um mehr geht als nur um einen Lebensstil, wie soll ich das nennen? Es geht um mehr als nur ein, ist ja schön dabei zu sein oder irgendwie so. Es geht um mehr als nur um Zugehörigkeit oder Identität. Es geht darum, glaubst du das? Glaubst du das? Und das ist vielleicht auch das Herausforderndste an der Sache, was die Leute auch merken, die Paulus zuhören. Glaubst du das? Es geht um dich, ganz persönlich und um mich. Und das ist vielleicht das Herausfordernde an dieser Nachricht. Aber wenn ich diese Frage für mich geklärt habe, dann entdecke ich die Schönheit, die dahinter steckt. Und vielleicht habt ihr es noch im Ohr, dass mit Paulus tatsächlich ein paar Leute sozusagen gehen. Paulus verlässt nach dieser Rede den Marktplatz und es gehen einige mit ihm und da steht, dass sie zum Glauben kamen. Wir könnten jetzt sagen, das ist ja enttäuschend. Also da hat er vor so vielen Leuten eine Rede gehalten und da gehen vielleicht 5, 6 Leute gehen da mit ihm. 2 werden nur namentlich genannt. Also irgendwie mickrig, oder? Aber ich bin der Überzeugung, dass genau das die Absicht war von Gott. Dass Menschen persönlich angesprochen werden. Nicht, dass es die Massen begeistert, nicht, dass alle Juhu schreien, wenn sie das hören, sondern dass Menschen persönlich davon angesprochen werden. Und ich bin überzeugt, es kann in unserer Zeit nicht mehr darum gehen, sowas wie einen christlichen Staat zu erschaffen. Also dass alle, denen wir auf der Straße begegnen, Juhu schreien, wenn sie hören, dass wir Christen sind. Und wenn sie sagen, Juhu, stimmt, das ist ja auch alles richtig, was ihr da glaubt. Ich denke, darum kann es nicht gehen. Und darum geht es auch Gott nicht. Gott geht es darum, dass wir das glauben, dass du es glaubst, dass ich es glaube und dass diejenigen, die sich davon ansprechen lassen, es glauben, dass sie Jesus nachfolgen. Ich bin überzeugt, dass es nicht mehr christliche Politik braucht oder mehr christliche Politiker, sondern ich bin davon überzeugt, dass es mehr überzeugte Christen in der Politik braucht. Und das ist ein Unterschied. Am Ende steht nicht, dass alle sich christlich verhalten. Am Ende steht nicht, dass alle Menschen irgendwie in Kirchen gehen. Am Ende steht, dass jeder für sich die Frage geklärt hat, glaube ich an den Auferstandenen oder glaube ich nicht an ihn? Lasse ich diese Hoffnung, die das mit sich bringt, in mein Herz oder nicht? Und ich lade euch ein, immer wieder von dieser Hoffnung auch zu reden. Nicht von dem Schwierigen, sondern von der Hoffnung, die das mit sich bringt. Was kann denn an Hoffnung verkehrt sein? Ich bin überzeugt, dass es in dieser Zeit nichts mehr braucht als Hoffnung. Dass in den Wirren unserer Zeit wir diese Steine sind, die die Ruhe bewahren und sagen, Leute, aber es gibt doch noch Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Dass wir die Steine sind, die ja, sich reiben mit anderen Steinen. Wir ecken an, klar. Und genauso ist das mit diesen Steinen passiert. So sind die so schön rund geworden und so schön griffig, weil sie mit anderen Steinen angeeckt sind, weil Wasser sie überspült hat und immer wieder auch das, was an der Oberfläche sozusagen abgeplatzt ist, mit abgewaschen haben. Seien wir doch solche Steine in unserer Gesellschaft, die anecken, ja, aber die nicht kaputt gehen. Im Kern gehen diese Steine nicht kaputt, sondern wir halten sie deshalb in der Hand, weil sie stark genug waren, allen Erschütterungen auszuhalten, die sie bekommen haben. Weil sie standhaft geblieben sind. Alle äußeren Einflüsse konnten diesen Steinen nichts anhaben und deswegen halten wir sie in der Hand. Ich bin überzeugt, da wo wir das akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich denken und unterschiedlich handeln, da brauchen wir keine Angst vor den Begegnungen mit ihnen haben. Wenn wir innerlich standfest sind, was unsere Hoffnung angeht, dann können wir sogar eine Bereicherung für die Menschen um uns herum sein. Wo sie nach außen hin den Anschein machen, als hätten sie alles und als bräuchten sie nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es euch da geht in Gesprächen mit Kollegen oder Nachbarn. Wenn man sich länger aufeinander einlässt, dann merkt man doch, da ist aber eine ganz schön große Sehnsucht.
Da zeigt nur der persönliche Kontakt, ob das wirklich so ist, dass die Menschen, die nach außen aussehen, als wären sie doch so standhaft, ob sie auch innerlich standhaft sind. Das zeigt sich in diesen Gesprächen. Der inneren Not und Hoffnungslosigkeit, der begegnen wir in der Regel nicht auf offener Straße, sondern erst, wenn wir in die Häuser gehen, wenn wir in die Beziehungen gehen, wenn wir uns näher kennenlernen oder vielleicht auch erst bei der intensiven Auseinandersetzung miteinander. Und da kommt diese Botschaft zum Tragen, die wir heute gehört haben. Es gibt Hoffnung. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist leer. Glaubst du das? Ich fasse das zusammen. Wir haben eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Wir selbst hoffen auf ihn und glauben ihm. Und das kann uns niemand nehmen. Wie bei den Steinen. Das ist unser Kern. Das kann uns niemand nehmen. Leben wir so, dass andere diese Hoffnung spüren und wir sie ihnen zeigen können. Das ist meine Einladung an uns heute. Ich wünsche euch dabei alles Gute. Ich wünsche euch, dass beim näheren Nachdenken darüber, was die Osterbotschaft bedeutet, dass diese Freude euch für euch auch spürbar wird, die das mit sich bringt. Wie gesagt, geht mal zu Hause hin, lasst mal Wasser über diesen Stein laufen und erstaunt mal drüber, wie klar plötzlich dieser Stein aussieht. Nicht mehr so gräulich, bisschen unscheinbar, sondern dieser Stein gewinnt eine ganz klare Farbe. Und so ist es mit der Osterbotschaft. Amen. Jesus nahm das Brot, als sie aßen, und dankte und brach seinen Jüngern und gab es ihnen und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, in meines Vaters Reich. Und ich frage euch, das Brot, das wir gemeinsam essen, das zeigt uns doch, dass wir Anteil haben an dem Leben, welches Christus durch das Opfer seines Leibes am Kreuz erworben hat. Wir antworten: Ja, Amen. Ja, Ingo, du darfst gerne nach vorne kommen. Und ich frage euch auch, der Kelch, über den wir das Dankgebet sprechen, der zeigt uns doch, dass wir Anteil haben an der Vergebung, die Christus durch sein Blut erworben hat. Wir antworten: Ja, Amen. Lasst uns für beides danken, und ich darf dich bitten, Ingo, oder? Herr Jesus Christus, es ist immer wieder unvorstellbar für uns, was am Kreuz und danach im Grab und aus dem Grab heraus geschehen ist. Und ich danke dir dafür, dass wir dieses Zeichen von dir bekommen haben, das Abendmahl, in dem wir uns daran erinnern können und wo wir das feiern können, was du für uns getan hast. Du bist für unsere Sünde, für unsere Angst, für unsere Schmach an das Kreuz gegangen, hast alles getragen und damit den Weg zu Gott wieder freigemacht. Und das Ganze wurde manifestiert durch deine Auferstehung. Der Stein ist weggerollt. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, und nun schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist wohl dem, der auf ihn vertraut. Für euch gegeben, Christi Blut für euch vergossen. Ja, ihr Lieben, wie ein Brot aus vielen Körnern besteht und wie ein Saft aus vielen Trauben gewonnen wird, so sind wir alle, die wir davon gegessen haben, ein Leib und haben Anteil an Jesus Christus. Amen. Genau, vielen Dank, Ingo. Ich nehme die Maske noch einmal wieder ab. Entschuldigung, Gero. Wir sind am Ende dieses Ostergottesdienstes unter diesen besonderen Umständen und ich wünsche euch, dass das, was ihr gehört habt, mit euch geht und wünsche euch das wirklich von Herzen, dass in all dem, was wir erleben, das vielleicht auch neu in euch wächst, diese Nachricht vom Stein, der weggerollt ist. Ich habe dieses Bild, vielleicht habt ihr das auch schon erhalten auf dem Handy. Ausgangssperre zu Ostern war noch nie eine gute Idee. Da war dann so ein Bild, wo der Stein vom Grab weggerollt war. Ja, ich habe dann einem zurückgeschrieben, gut, der Tod ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit einer Ausgangssperre. Also da hinkt das Bild auch ein bisschen. Aber es zeigt doch, dass wir vielleicht uns von all dem, was gerade um uns herum passiert, einfach nicht mutlos machen lassen. Ich weiß, das ist schwer, auch ich muss mich daran immer wieder bewusst erinnern auch und auch mit anderen im Gespräch sein und wir im Ältestenkreis haben das auch so erlebt, dass wir uns dann ja gegenseitig auch nochmal das zusprechen dürfen und das wieder erneuern dürfen, dass Jesus Christus lebt und dass er regiert und dass er über allem steht. Und das möchte ich euch zusprechen und soweit möglich steht da doch bitte da auf. Denn der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden und eben diese Gewissheit, dass er lebt, dass er da ist und dass er dich führt durch diese Zeit. Amen. Gesegnete Ostern euch.